Bastard und antisemitisches Schwein. Putin zur polnischen Historie. Polen hat den russischen Botschafter einbestellt. Grund sind Äußerungen des russischen Präsidenten Putin zur polnischen Geschichte. Es geht um den damaligen Botschafter Polens in Hitlerdeutschland, den Putin als Bastard und antisemitisches Schwein charakterisierte. Посол в Польше ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку. Когда я это услышал, сказал он, пишет, я ему ответил, фюрер, он ответил, Гитлер, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве. Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Am 24. Dezember hatte Putin im Rahmen einer Beratung im russischen Verteidigungsministerium den polnischen Botschafter Józef Lipski, der in den Jahren 1934 bis 1939 Polen diplomatisch in Hitlerdeutschland vertrat, als Bastard und antisemitisches Schwein bezeichnet. Putin erinnerte daran, dass dieser Botschafter Polens, Adolf Hitler, ein Denkmal im Zentrum Warschaus bauen wollte, wenn dieser seine Idee umsetzt, alle Juden nach Afrika auszusiedeln. Und Putin ergänzte, dass es heute auch solche Sorte von Leuten gibt, die die Denkmäler für die gefallenen Befreier Polens schleifen. Der russische Botschafter in Polen bestätigte, dass man ihn in das polnische Außenministerium einbestellt habe. Man habe sehr scharf mit ihm gesprochen, allerdings korrekt. Und auch er habe korrekt geantwortet und die Position der russischen Seite zu dieser Angelegenheit wiedergegeben. Russische Medien informieren, dass Russland im Besitz von Originalbeutedokumenten ist, wo aus Schriftverkehr des Botschafters mit dem Außenminister diese Einstellung bzw. Äußerung hervorgeht.